Hallo, liebe Zuschauer, ich freue mich, Sie heute wieder bei unserer Sendung 30 Minuten begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auch, dass wir heute den Buchautor Albrecht Müller bei uns haben. Herzlich willkommen, Herr Müller. Herr Guten Müller, Tag. Sie haben gerade ein neues Buch geschrieben. Der Machtwahn ist der Titel, in dem Sie ja sehr heftig mit der aktuellen Elite in Deutschland umgehen und da doch einiges auch beschreiben an Mechanismen, wie Elite funktioniert. Gibt es Probleme bei der Elite mit Beratung? Also vielleicht darf ich den Untertitel noch nennen, weil der ein bisschen was sagt, wie eine mittelmäßige Elite uns zugrunde richtet. Und das sagt ja schon, dass offenbar die Arbeit, die unsere Eliten leisten, nicht besonders gut ist, nicht besonders wirksam ist. Und das liegt zum Teil an ihrer Qualität, an ihrer mangelnden Qualität, zum Teil aber auch an schlechter Beratung. Ist denn Elite nicht so selbstständig, frage ich mal, dass sie ganz ohne Beratung arbeiten kann? Nein, bei uns ist es heute so, dass ganz wichtige politische Entscheidungen, eigentlich fast alle Entscheidungen der letzten Jahre von Beratern und von Beratungsunternehmen und anderen Unternehmen, die Beratungsfunktionen haben, vorbereitet und geprägt worden sind. Also die Agenda 2010, schon das Bündnis für Arbeit ist ganz wesentlich von der Bertelsmann Stiftung geprägt worden, wobei Stiftung nichts Genaues sagt. Es ist ein Unternehmen, das seine Interessen vertritt und eben die Politik ganz stark berät. Hartz Römisch 1 bis 3 und Hartz Römisch 4 sind von einer Kommission von Beratern gemacht worden. Und ganz wesentliche Einschnitte in unser Rentensystem sind von der Rürup-Kommission gemacht worden. Und Rürup war ja wieder im Spiel, jetzt mit einem Gutachten, als die Gesundheitsreform gemacht worden ist. Und auch eine Reihe von anderen sogenannten Reformen, etwa die Steuerbefreiung der Heuschrecken, ist mit Sicherheit von Beratern eingeführt worden. Und die Riester-Rente, da gibt es ja Kollegen des ehemaligen Arbeitsministers Riester, die wissen, dass die Riester-Rente im Flugzeug in einem Gespräch zwischen Walter Riester und dem Chef der Hamburg-Mannheimer, die dann später eingegangen ist, nicht wegen der Riester-Rente und nicht wegen dieses Gesprächs, dass das da entstanden ist oder zumindest die Konturen der Riester-Rente. Also es wird ganz wenig von den Beamten gemacht und von den Politikern. Das ist völlig anders als in der Zeit, als ich Leiter der Planungsabteilung war im Bundeskanzleramt. Da haben wir gearbeitet. Heute arbeiten die Berater oder sie tun so, als würden sie arbeiten und es kommt meist das Gleiche raus. Verzeihen Sie, es ist unglaublich viel Stuss dabei, was heute in der Politik beraten wird. Herr Müller, Sie sind ja jetzt gelernter Ökonom, Nationalökonom. Ja. Gibt es heute in den Ministerien, im Bundeskanzleramt noch eine Struktur, die in der Lage ist, vernünftig zu beraten? Also das ist etwas, was auffällt. Es fehlt eindeutig an sogenannten Makroökonomen, also an Leuten, die was von Konjunkturpolitik verstehen. Ja. Ich fing als Redenschreiber in Bonn an von dem damaligen Wirtschaftsminister Karl Schiller. In dessen Ministerium war es voll von guten Ökonomen und auch den Fraktionen, also Franz Josef Strauß, der Gegenspieler von Schiller oder Mitspieler, wie man will, in der Großen Koalition, der hat immerhin Nationalökonomie in Innsbruck noch nachstudiert. Und es gab einen parlamentarischen Staatssekretär, Klaus-Dieter Arndt bei Schiller, das war ein ausgezeichneter Ökonom und es gab eine ganze Reihe anderer, auch die mir so ein paar Mal politisch nicht nahestehen, wie Hans Tietmeyer, der Herr Schlecht und Schöllhorn, das waren alles gute Ökonomen, wenn auch CSU und CDU, was mich nicht juckt, wenn sie gut sind. Und man konnte davon ausgehen, dass die alle ein bisschen was davon verstehen, wie man mit zum Beispiel mit einer Rezession umgeht. Und 1968, als wir auch schon eine Rezession, wenn auch eine viel kleinere, weniger Tiefe hatten, da hat Strauß und Schiller und die ganze Bundesregierung, die haben ganz klar gewusst, jetzt müssen wir in guter Stimmung machen, jetzt müssen wir, der Bund selber muss investieren, damit die Unternehmer wieder Mut fassen und damit es aus dieser Krise herausgeht. Was haben Sie heute? Sie haben eine Bundeskanzlerin, die tritt vor den Arbeitgeberverband und sagt, Deutschland ist ein Sanierungsfall. Das ist doch ungeheuerlich, wenn man macht das Land schlecht und denkt, dass dann jemand kommt und hier investiert. Oder unser Finanzminister, der sagt, die Leute sollen statt zu konsumieren und statt Ferien zu machen, sollen sie
in Privatvorsorge investieren. Der hat noch nicht mal begriffen, dass wir eine ungeheure Konsumschwäche haben. Ja. Der ist nicht mal fähig, mit den Einzelhändlern zu reden, ja, und mit den Konsumenten und mit Familien, um zu wissen, das braucht man ja nur zu erfragen, dass das fehlt ihnen allen an Geld und beim Einzelhandel kommt nicht viel an. Also die wissen das doch. Eigentlich kann man es wissen und dennoch haben wir diese absolut unfähigen Leute an der Spitze, was diese Makroökonomie betrifft. Sie haben eben schon angesprochen, die Binnennachfrage ist ja auch ein Parameter, den wir als Gewerkschaften als einen sehr wichtigen Parameter sehen, dass wir die Binnennachfrage stärken. Wir diskutieren jetzt wieder, wie hoch sollen Lohnerhöhungen werden. Spielt es für die Wirtschaft in Deutschland irgendeine Rolle, wie hoch die Löhne sind? Und andersrum gefragt, ist die Mehrwertsteuererhöhung, die wir gerade zu Beginn des Jahres erlebt haben, in irgendeiner Weise positiv zu werden? Also auf keinen Fall ist die Mehrwertsteuer positiv zu bewerten, weil sie ja in einer ohnehin sehr labilen Situation mit einem kleinen Aufschwung nochmal reinhaut und Konsumkaufkraft wegnimmt, statt das zu geben. Und es ist ja so, dass der kleine Aufschwung, den wir haben, der völlig überschätzt wird in seiner Bedeutung. Ja. Der ist ja bei vielen Leuten überhaupt nicht angekommen. Dieser kleine Aufschwung ganz wesentlich auf einem weiteren rasanten Zuwachs beim Export basiert. Im Konsum ist überhaupt nichts gewachsen, weil nämlich die Leute gar kein Geld haben und weil sie im Übrigen Angst haben, das Geld, soweit sie welches haben, auszugeben. Deshalb mangelt es eindeutig an Binnennachfrage und wir täten nicht nur für unser Land was Gutes, sondern auch für unsere Nachbarn und Europa insgesamt, wenn endlich bei uns die Löhne im Rahmen der Produktivität wenigstens steigen würden, damit die Menschen mehr Mut fassen, einzukaufen. Und dann kommt es auch bei der Wirtschaft an und dann gibt es einen nachhaltigeren Aufschwung, als wenn man nur auf dem Export basiert und dann immer mehr Leistungsbilanzüberschüsse hat und es geht auf Kosten anderer. Denn jeder Leistungsbilanzüberschuss, wie wir haben, das sagt man im englischen Wort, beggar thy neighbor, das heißt, wir exportieren und bauen hier bei uns ein bisschen Arbeitsplätze auf Kosten der Nachbarn, die nicht mehr mitkommen in dieser Konkurrenz. Ja. Und das ist schon auch eine falsche Politik innerhalb Europas. Ja. Wenn wir jetzt nach Europa schauen, Sie haben ja auch ein bisschen Übersicht. Wie sieht das in anderen europäischen Staaten aus mit Lohnerhöhungen? In Deutschland hat es faktisch in den letzten 10 Jahren eine Verschlechterung der Löhne gegeben, um fast 1% haben wir ein Minus. Wir haben Minus seit 1993. Ja. Und das ist ja wahnsinnig, wenn man sich das mal ausrechnet. Das muss ich vorweg sagen, ich habe das mal ausgerechnet, das sind jedes Jahr 700 Milliarden Euro Produktionsverlust. Mhm. Ja, wenn man das von 1993 bis heute rechnet, dann waren das im Jahre 2005, da habe ich das ausgerechnet, für das Buch, da waren das 700 Milliarden, das ist fast ein Drittel unseres Bruttoinlandsproduktes, die wir nicht schaffen, weil die Kapazitäten brach liegen in den Industriebetrieben und an Arbeitskräften. Ja. Und das ist der helle Wahnsinn, ja. Und natürlich mangelt es an Löhnen und es hätte an mehr Kaufkraft geben müssen und dann hätte man insgesamt mehr produziert und damit hätte man Schulden abbauen können und damit hätte man jetzt den Leuten besser gehen lassen können und damit hätte man auch noch mehr investieren können, denn wenn Sie sich mal umgucken, ob das nun unsere Universitäten sind, unsere Schulen oder ob es die Kanalisation ist, überall leben wir von der Substanz. Ja. Und das muss man sich mal vorstellen in einer Zeit, wo Arbeitslose da sind, wo Menschen da sind, wo Tiefbaubetriebe, Hochbaubetriebe da sind, die bauen könnten und dergleichen mehr. Ja. Also ich will mal was Hartes sagen. Ja. Wenn heute ein intelligenter Rechtsradikaler auf die Idee käme, das dem schrecklichen Nazis nachzumachen und zu sagen, wir machen ein großes Investitionsprogramm, der würde die Leute hinter sich kriegen, schrecklicherweise. Ja. Und ich finde das schrecklich, dass Sozialdemokraten zum Beispiel nicht auf die Idee kommen zu sagen, wir machen ein großes Investitionsprogramm. Ja. Sie lassen die Gewerkschaften völlig hängen. Ja. Die IG Metall fordert es, Verdi fordert es. Ja. Und das ist richtig. Das ist nicht so, dass daraus Schulden entstehen, sondern mit einem Investitionsprogramm würden wir Steuern schaffen, da würden wir Sozialbeiträge mehr kriegen.
es würden die Haushalte entlastet. Ja. Und nur wenn man die Konjunktur anschiebt, kann man Schulden abbauen. Das ist eine Erfahrung, die andere Länder machen. Sie hatten vorhin gefragt nach anderen Ländern. Ja. In Großbritannien sind die Löhne gestiegen und steigen. In Frankreich sind sie mehr gestiegen. In Spanien sind sie mehr gestiegen. In Italien sind sie mehr gestiegen. In Dänemark sowieso und in Skandinavien. Nur bei uns sind die Löhne und die Lohnstückkosten immer weiter verringert worden. Das ist wirklich eine so inkompetente Entwicklung und auch eine schlechte Entwicklung für unser Land, dass man sich nur wundern kann. Das ist also ein ökonomisch falscher Weg, der da gegangen wird in Deutschland, auch wenn man das mit dem Ausland vergleicht. Jetzt ist ja zum Beispiel England gibt es einen Mindestlohn, der zwischenzeitlich um die 9 Euro liegt. In Frankreich gibt es auch Mindestlöhne, in Italien gibt es Mindestlöhne. Wären Mindestlöhne denn auch eine Strategie, die da ein bisschen was zu beitragen könnte? Mindestlöhne wären eine Hilfe. Ja. Ja. Aber es muss immer dazu kommen, dass man die Wirtschaft insgesamt belebt, weil ich will das ja nicht, jetzt will das nicht die Gewerkschaften kritisieren wegen ihrer Mindestlohnforderung. Ich halte es für richtig, aber man muss nüchtern betrachten, das ist wie mit Arbeitnehmerrechte insgesamt. Die sind nur so viel wert, wie die Konjunktur stimmt. Mhm. Sie können auch bei Mindestlöhnen nicht ausschließen, dass ein Unternehmer, wie es in den neuen Bundesländern schon in den 90er Jahren geschah, dass er sagt, jawohl, ich zahle dir diesen Mindestlohn, aber du schaffst 3 Stunden länger in der Woche. Und dann, also das Kontrollproblem sozusagen. Ja, das Umgehung, das ist, was will der arme Mensch machen, wenn er keinen Arbeitsplatz in der Nähe hat? Deshalb, ich sage nicht, dass ich dagegen bin, ich bin dafür, aber man muss es kombinieren mit dieser Offensive des Ankurbelns unserer Ökonomie. Ja. Ankurbeln der Ökonomie, die Neoliberalen sagen, das gibt ein Strohfeuer. Gibt es Argumente, die das belegen, oder ist das also einfach? Das ist ja so, dass diese Neoliberalen oder die herrschende Meinung heute, die leben ja eigentlich nur von geliehenen Gedanken, so sage ich. Ja. Also die greifen irgendwo in die Luft und dann haben sie irgendwo was gehört und dann beten sie das nach. Und wenn viele das nachbeten, dann erscheint es als richtig. Das ist die alte Geschichte, wenn alles wiederholt wird und nochmal wiederholt, das steht in meinem letzten Buch drin, schönes Wort von George Orwell, wenn die Lüge immer und immer wieder gesagt wird, dann geht die Lüge in die Geschichte ein und wird zur Wahrheit, so ungefähr. Ja. Und das haben wir eben heute auch mit diesem Phänomen, dass das angeblich Strohfeuer sei. Das ist sehr witzig. Die gleichen Institute, die heute das behaupten, die haben noch in den 70er Jahren Gutachten gemacht darüber, welchen großen Erfolg der Helmut Schmidt mit seinem damaligen Zukunftsinvestitionsprogramm gehabt hat. Ja. Also als ich noch Abgeordneter oder Kandidat war in der Südpfalz, da weiß ich noch wie heute, wie ich in Annweiler war und der Bürgermeister mir erklärt hat, Bürgermeister Stöcklein, hier die evangelische Kirche haben wir mit dem Zukunftsinvestitionsprogramm erneuert und in der Wassergasse haben wir was erneuert und noch ein drittes Projekt, das ist alles, lauter sinnvolle Sachen sind mit dem Zukunftsinvestitionsprogramm der zweiten Hälfte der 70er Jahre gemacht worden und damit sind Arbeitsplätze geschaffen worden. Und das damalige IFO-Institut war das, glaube ich, oder das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, beide haben positiv Stellung genommen zu diesen damaligen Konjunkturprogrammen. Und das eine Institut hat, ich glaube, das war IFO, hat gesagt, 400.000 Arbeitsplätze hat alleine dieses eine Programm geschaffen. Ja. Also das ist so lächerlich. Ja, jetzt ist es Mode zu behaupten, es sei ein Strohfeuer. Das kann man sehr schön nachweisen. Es war eine Pressekampagne von Seiten der Union Ende der 70er Jahre. Noch Barzel hat und Kohl haben immer gesagt, noch Kohl als Oppositionsführer und so viele Programme, 17 Programme hat der Helmut Schmidt gemacht und nichts hat gebracht, nur Strohfeuer. Das ist in die Menschen hineingetrimmt worden, hatte mit den Fakten nichts zu tun. Ja. Jetzt haben wir ja einen Professor, der immer wieder in Fernsehsendungen auftritt, der Professor Sinn aus München, der auch ein solches Institut leitet. Gerade das IFO-Institut, das damals was anderes gesagt hat. Ja. Und Sinn sagt ja explizit, dass das Strohfeuer werden oder dass Mindestlöhne zu nichts führen. Er hat da verschiedene Thesen auf Lage. Wir haben auch das Thema Rente. Wir haben gerade. Darf ich zu Sinn mal noch schnell was sagen? Ja, das ist der Professor, den die Bild-Zeitung den besten Professor Deutschlands nennt. Ja. Sinn hat ein Buch geschrieben und auf Seite 71 dieses Buches war in der ersten Auflage eine Grafik abgedruckt, da stand drüber, von den Weltmärkten verdrängt. Und dann wurde eine Grafik gezeigt, wie angeblich der Weltmarktanteil der USA
steigt gewaltig und unsere sinkt. Und in der zweiten Auflage war diese Grafik verschwunden und es war durch eine andere ersetzt mit einem ähnlich unsinnigen Titel. Aber was war passiert? Der Herr Professor hatte Exporte und Importe verwechselt und er hat die Importe der USA als ihre Weltmarktstärke genommen. Das ist geradezu absurd. Ja? Und so ist dessen Qualität. Genauso hat er dieses mit der Basarökonomie in die Welt gesetzt. Und selbst der Sachverständigenrat, der sonst auch sehr konservativ ist, musste sagen, also das stimmt nun überhaupt nicht, dass hier nichts mehr produziert und kein Wert mehr geschöpft wäre. Ja. Jetzt bin ich etwas weggegangen von Ihrer Frage. Ich bitte darum, mir die nochmal zu stellen. Das tut mir leid. Nein, ich wollte schon nach dem Professor Sinn fragen. Und mir ging es auch um die Behauptung, dass wir wirtschaftlich schlecht dastehen, dass wir also Probleme haben. Da wollte ich nochmal nachhaken, wie sieht das tatsächlich aus mit der Exportorientierung? Sie haben jetzt eben dargestellt, dass der Professor Sinn dazu Grafiken veröffentlicht hat. Ich denke, die werden wir uns bemühen, auch nochmal in das Video mit zu integrieren, um deutlich zu machen, welche Behauptungen da aufgestellt werden und was die mit Realität zu tun haben. Der Professor Sinn macht ja zu allen möglichen wichtigen Dingen Aussagen, unter anderem dann auch wieder zur Rente mit 67, was ja aus seiner Perspektive unterstützenswert ist. Wie schätzen Sie denn ein, diese Aktion der Bundesregierung, der Großen Koalition im Moment, das Rentenalter zu erhöhen? Also eigentlich müsste man als normal denkender Mensch mit ein bisschen gesunden Menschenverstand sagen, die haben ja nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ja. Das ist eine gewerkschaftliche Position, wenn ich das mal sagen darf. Das müsste eigentlich eine auch des Mittelstands und jedes denkenden Menschen sein. Also mit Gewerkschaften hat es wenig zu tun, sondern mit Denken, mit Nachdenken. Ja. Und wenn man nur ein bisschen Erfahrung hat im Leben, dann weiß man, dass heute 50-jährige Menschen aus dem Arbeitsleben ausgeschieden werden, rausgeworfen werden und verzweifeln darüber, dass sie nichts mehr wert sind. Ja. Und in einer solchen Phase, die Altersgrenze auf 67 zu erhöhen, da muss man eine Macke haben. Oder man vertritt Interessen. Und das ist das Entscheidende. Ja. Deshalb in meinem Buch gibt es eine etwas provokante Überschrift, die heißt Dumm, arglos oder korrupt. Sie können sich aussuchen. Ist Herr Professor Sinn nun dumm oder ist er korrupt? Ja. Ich will mir kein letztliches Urteil anmaßen. Ja. Aber ich kann feststellen, die Versicherungswirtschaft hat ein Rieseninteresse daran, dass die gesetzliche Rente immer weniger leistungsfähig erscheint. Ja. So wie der Spruch jetzt immer heißt, eines wissen wir, mit der gesetzlichen Rente können wir nicht mehr gut leben im Alter. Mit der gesetzlichen Rente landen wir in der Altersarmut. Das ist ja das, was heute den Leuten beigebracht wird, permanent beigebracht wird. Oder es wird noch gesagt, die Alten leben auf Kosten der Jungen. Genauso ein böser Spruch. Ja. Und das war das Ziel der Versicherungswirtschaft, die Leistungsfähigkeit der gesetzlichen Rente immer wieder zu reduzieren. Das ist geschehen damit, dass man die Soziallasten der deutschen Vereinigungen den Beitragszahlern aufgetrimmt hat, gleichzeitig den Beitrag fast festgehalten hat. Das heißt, in Deutsch, wenn da 5% von weggehen für die deutsche Vereinigung, dann bleibt weniger für die Renten. Ja. Man hat einen Nachhaltigkeitsfaktor eingeführt, der gesunken. Und dann jetzt macht man das mit der Erhöhung des Renteneintrittsalters. Das bedeutet doch nur, dass sich Leute ausrechnen können, dass sie 3,6% Abschlag pro Jahr kriegen, wenn sie mit 65 in Rente gehen wollen. Ja. Ja? Und das ist der Zweck dieser ganzen Operation. Es soll den 40-Jährigen, 30-Jährigen vermitteln, wenn du nicht privat vorsorgst, dann siehst du alt aus im Alter. Ja. Das ist das einzige Ziel dieser Operation. Und das wird gemacht wegen der Versicherungswirtschaft. Und die Versicherungswirtschaft, ich muss da noch zwei Zahlen nennen. Ja. Wenn es den privaten Lebensversicherern gelingt, nur 10% von den Beiträgen rüberzuziehen auf ihre Mühle, umzulenken, dann haben sie einen Umsatzzuwachs von ungefähr 15 bis 16 Milliarden Euro an Prämien jedes Jahr. Und da lohnt es sich natürlich, alle Hebel in Bewegung zu setzen. Und deshalb haben die Wissenschaftler gekauft, dazu gehört der Herr Sinn, aber dazu gehört auch Herr Miegel und gehört auch
Herr Rürup und gehört auch Herr Raffelhüschen. Mhm. Das ist alles eine Truppe, die sind zum Beispiel nicht nur Festredner, sondern Schulungsredner des Heidelberger Finanzdienstleisters MLP. Der Herr Raffelhüschen ist tatsächlich Wissenschaftler. Ich hätte ihn jetzt als Versicherungsvertreter eingeschätzt. Ich habe den letzten erlebt bei einer Veranstaltung und ich dachte, das wäre ein Versicherungsvertreter. Das ist ja nett, dass Sie das so sagen. Ich habe jetzt den Begriff genommen, der bei uns in den normalen Medien vorkommt. Also wenn die Bild-Zeitung ihn zitiert, dann ist es der Wissenschaftler. Wenn die Frau Professor Raffelhüschen. Ja, Professor. Und wenn die Frau Christiansen ihn oder wer auch immer ihn zitiert oder Frau Illner, dann ist es auch der Herr Professor und Wissenschaftler Raffelhüschen, und wenn der Miegel zitiert wird, dann heißt es immer der Sozialwissenschaftler Miegel, und niemand sagt, dass er der Chef eines privaten Instituts ist, das wiederum direkt ganz wesentlich lebt von den Aufträgen des sogenannten DIA, des Deutschen Instituts für Altersvorsorge, und das gehört zur Gruppe der Deutschen Bank. Das ist alles ein Brei, ein Netzwerk, die sich gegenseitig stützen, sowohl in Argumenten, soweit man das überhaupt Argumente nennen kann, als auch in Aufträgen, die sie sich gegenseitig geben, und in Presseartikel, wo sie sich gegenseitig hochheben. Nur so kommt ja zustande, dass unser Volk nicht mehr durchschaut. Wie soll denn ein normaler Mensch wissen, was der Herr Raffelhüschen ist? Ja. Oder wie sollen die wissen, was der Herr Miegel ist, wenn die Bild-Zeitung sagt, das sei ein Sozialwissenschaftler? Ja. Das ist unser großes Problem, und sie sind im Grunde, sind die Arbeiten, die alle für diese Interessen und tun so, als wären sie Professoren. Für uns als Steuerzahler stellt sich langsam das Problem, wie viel wollen wir uns eigentlich noch bieten lassen, dass wir solche Leute finanzieren? Ja. Nein, ich war also auch entsetzt eigentlich, weil ich war eingeladen zu einer professoralen Vorstellung. Da hatte ich mir was anderes von erwartet. Der Herr Raffelhüschen ist dann aber wirklich als ein Mensch aufgetreten, ein brillanter Versicherungsvertreter. Wenn ich ihn nicht gekannt hätte, hätte ich ihn so eingeschätzt. So ist es. Und das ist schon erschütternd, glaube ich auch, dass solche Menschen staatliche Professorentitel haben und sich da zum Schluss in die eigene Tasche wirtschaften. So sehe ich das jetzt zumindest mal. Ja. Das Schlimme ist, das müssen Sie dabei sehen, wenn wir bei dem Komplex Rente und Korruption noch bleiben wollen, dass das Ganze nur in der Gesamtvernetzung so schlimm funktioniert, wie es heute funktioniert. Ja. Es gibt also die Versicherungswirtschaft, die dieses Interesse hat, das Geld rüberzuziehen und deshalb den Ruf der gesetzlichen Rente zu zerstören. Das ist ja legitim, also dass die Versicherungswirtschaft diese Interessen vertritt, das ist legitim. Aber gut, jetzt haben Sie dann die Wissenschaftler, die Sie einkaufen dafür, und Sie haben die Medien, die Sie einkaufen. Und da finde ich das nun sehr spannend, gerade jetzt ist in diesen Tagen des Januar, sind gleich an zwei Tagen hintereinander zwei Beiträge erschienen von der Bild-Zeitung. Das eine hieß am 22. Januar, Alte kassieren, junge zahlen nur drauf, steht da, ganz groß, in dicken, fetten Lettern. Richtig, und innen drin heißt, wird dann eine angebliche Rechnung aufgemacht, wie viel die Jungen, hier, wer jünger als 45 ist, zahlt drauf. Zahlt drauf. Ja? Mhm. Das war am Montag, den 22.01. in der Zeitung, und am Dienstag, den 23. haben sie dann nochmal nachgelegt, Rentenwut. So haben die Politiker versagt. Ja, ja. Ja? Und innen drin auch nochmal auf Seite 2 fast eine gesamte Seite mit diesem Thema. So, das wirkt ja vielleicht für den Leser so, als wäre das eine objektive redaktionelle Berichterstattung. Ja. Wenn man aber ein bisschen sich auskennt, das kann ich von einem normalen Bürger nicht verlangen, dann weiß man zum Beispiel von einer Broschüre der Allianz AG, die heißt Volksrente. Und das ist eine Vertreterinformation, was ich hier habe. Das ist nicht fürs allgemeine Publikum, sondern das ist eine Vertreterinformation. Und wenn ich nun aufschlage in dieser Vertreterinformation, die stammt vom August 2007, dann gibt es eine Seite, die heißt Presse. Ja. Und jetzt lese ich mal einen Satz aus dieser Seite, die da Presse heißt. Die Informationen zur Volksrente werden in zwei Formen aufbereitet, als Anzeige und als redaktionelle Artikel. So erscheinen sie entweder direkt im jeweiligen Medium oder werden der Bild-Zeitung als Beilage beigefügt. Außerdem gibt es eine einmalige vierseitige Sonderbeilage und so weiter. Und oben heißt es noch klar, wer mit bild-t-online.de kooperiert
und mit Bild. Der ist auch in der Bild-Zeitung vertreten, und zwar nicht nur als Anzeige, sondern so, wie es sich für eine Kooperation gehört, rundum. Das heißt zu Deutsch, hier wird in einer internen Information für die Vertreter der Allianz AG schon angekündigt, was ich vorhin gezeigt habe, ja, was redaktionell von der Bild-Zeitung gemacht wird. Das ist die Verletzung des einer demokratischen Grundregel, dass nämlich Werbung und redaktionelle Arbeit in einer Zeitung oder in einem Medium nicht vermischt werden. Ja. Das wird hier offiziell angekündigt, dass es vermischt wird. Ja. Und das ist ja so, dass dies nicht nur jetzt stattfindet. Ich habe in meinem Buch mehrere Dokumente abgedruckt aus der Bild-Zeitung, schon vom Januar 2006, wo schon die Rente schrumpft zum Beispiel in der Bild-Zeitung stand und den ganzen Januar und Februar und März über im Rahmen der Kooperation mit der Allianz AG Propaganda gemacht worden ist. Und das müssen die Menschen mal begreifen, wie sie hier in Richtung einer persönlichen Entscheidung, Riester-Rente abzuschließen zum Beispiel, die Volksrente ist die Riester-Rente der Allianz AG, getrimmt werden, manipuliert werden mit allen Mitteln, auch mit nicht mehr demokratischen Mitteln. Ja. Also es ist ja auch eine herbe Kritik an Journalismus. Muss man. Das tut mir leid, es ist ja kein Journalismus, das sind Propagandisten. Das sind Propagandisten. Sind alle aus der Schule von Goebbels. Die Versicherungswirtschaft, was haben die für ein Interesse daran? Also wir bekommen ja überall gesagt, die demografische Entwicklung ist so schlecht, dass wir 2020, 2030 es uns gar nicht mehr leisten können. So hat man zumindest den Eindruck, den Alten die Renten zu bezahlen. Ist das ein Tatbestand oder wo kommt das her? Das ist barer Unsinn. Es ist ein Ergebnis einer absoluten Gehirnwäsche, die ich schon geschildert habe. Ja. Es ist in der Tat so, wenn wir es nicht schaffen, wirtschaftlich wieder zu gesunden, dann oder eine bessere Konjunktur zu haben, etwa die 700 Milliarden endlich mal einzufahren, die ich vorhin genannt habe, die uns jedes Jahr fehlen, dann wird es für alle schwierig, dann wird es für die Rentner schwierig und die Arbeitenden schwierig. Dann ist aber überhaupt kein Unterschied zwischen der gesetzlichen Renten und der Privatvorsorge. Die Privatvorsorge lebt auch davon, dass die Wirtschaft floriert. Ja. Sonst können sie es auch nicht bezahlen und brechen zusammen. Ja. Also da ist überhaupt kein Unterschied, das ist das Erste. Mhm. Es ist überhaupt kein Unterschied zwischen Privatvorsorge und gesetzliche Rente in Bezug auf die demografische Entwicklung. Ja. Warum ist da kein Unterschied? Ja, wieso soll denn die Privatvorsorge besser funktionieren als die gesetzliche Rente? Immer muss die arbeitende Bevölkerung, die arbeitsfähige Bevölkerung, für die sorgen, die oben an der Alterspyramide und unten sind. Also für die Kinder und noch nicht arbeitenden Jugendlichen und für die Alten. Ja. Da können Sie machen, was Sie wollen. Sie ändern doch mit dem Finanzierungssystem, ändern Sie doch nichts an der Zahl von Menschen, die da für die anderen arbeiten. Ja. Ja. Sie ändern an der Zahl von Menschen für Arbeiten, nur wenn sie mehr Menschen in Arbeit bringen. Mhm. Und heute ist unser Problem nicht die demografische Entwicklung und auch in 30 Jahren ist es nicht die demografische Entwicklung, sondern unser Problem ist erstens, dass wir zwar fast 53 Millionen arbeitsfähige Menschen in Deutschland haben, aber nur 26 Millionen in sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverträgen. Ja. Und die Bundesregierung, diese wie die letzte, fördert die Minijobs, das heißt, sie fördert diese Jobs, die keine Sozialversicherung bezahlen. Ja. Und deshalb sind die sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverträge von fast 30 Millionen im Jahr 1990 auf diese 26 Millionen gesunken. Das ist das Kernproblem. Ja. Und wir haben 5 Millionen Arbeitslose Mindeste und wir haben Menschen, Frauen, ältere Menschen, die gerne arbeiten würden, die aber nicht mehr in den Arbeitsprozess reinkommen oder es, auch wenn sie es noch nie hatten, gar keine Chance haben, reinzukommen. Das heißt, das ist unser Hauptproblem, die Menschen in Arbeit zu bringen und solche, die vielleicht noch nicht auf die Idee kamen, aber es gerne täten, auch Arbeit zu schaffen. Und das zweite Problem ist unsere Produktivität. Mhm. Und wenn Sie eine Ökonomie so niederwerfen, wie das mit unserer geschehen ist, oder so niedrig halten, dann haben Sie doch keine Investitionen und technischer Fortschritt geht über Investitionen. Das heißt, Sie kriegen auch nicht die notwendige Erneuerung der Wirtschaft hin. Und die Infrastruktur erneuern sie auch nicht. Das sind die echten Probleme. Und wenn wir das täten, das kann man wunderbar belegen und ausrechnen, wenn wir es schaffen, wieder mehr Menschen in Arbeit zu bringen, wenn wir es schaffen, die Produktivitätsentwicklung so zu halten wie in den letzten 30 Jahren, und es ist locker möglich, dann ist diese demografische Veränderung überhaupt kein Problem.
Das kann man wunderbar nachrechnen. Die Neoliberalen behaupten jetzt, es wird einen Rückgang an Erwerbsfähigen geben, die dann überhaupt noch arbeiten können. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, um mehr als 10% im Jahr 2020, 2030, ist das ein Problem für uns? Das ist überhaupt kein Problem, selbst wenn wir die Erwerbsquote nicht erhöhen würden, was man ja machen kann, wenn Frauen, die bisher nicht gearbeitet haben, oder ältere Männer, die keine Chance mehr hatten, wieder eine Chance bekommen, dann erhöht sich die Erwerbsquote. Aber selbst wenn wir das nicht täten, ist es ja kein Problem, weil wir doch eine hohe Produktivität haben. Also ein Freund von mir, der Professor für Sozialpolitik in Frankfurt war, der hat mal ausgerechnet zu seiner Abschlussvorlesung, wie hoch müsste die Produktivität sein, damit alle Gruppen, die Alten, die Arbeitenden und die Kinder und so weiter, auf Dauer genauso oder besser leben können. Da kam er auf 1,5% Produktivitätsentwicklung. Das haben wir locker. Mhm. Wir hatten manchmal 2%. Ja. Und ich will, wenn Sie es erlauben, will ich mal zwei Sprüche, die immer wieder erscheinen, Ihnen mal vorstellen und dann fügen wir mal die zusammen. Also viele Ihrer Zuschauer werden es häufig hören, nämlich das, dass sie sagen, oh Gott, unsere arbeitsfähige Generation, die Jungen, die schaffen das nicht mehr, weil viel zu viele Rentner auf 100 Arbeitende kommen. Ja. Es wird ja gesagt, 100 Rentner sind in Zukunft auf 100 Arbeit. Heute sind es 50 Rentner auf 100. Ja. Die schaffen das nicht mehr. Die Armen sind überlastet. Das ist die, nennen wir es mal die Sonntagsrede. Ja. Die Werktagsrede, manchmal vom gleichen Professor, die lautet, oh, die Produktivität ist so schrecklich groß. Uns geht die Arbeit aus. Wir haben nichts mehr zu schaffen für die. Ja. Das hören wir öfter, ja. Ja, das hören Sie doch auch öfter, ja. Jetzt fügen Sie doch mal beides zusammen. Also es kann nicht beides stimmen. Ja, ist richtig. Es kann nicht beides stimmen. Dann fügen Sie beides zusammen, dann können Sie sich bequem ins Sessel zurücklehnen und sagen, das wird unser Volk prima bewältigen. Ja. Fügen Sie wirklich diese beiden Dummheiten zusammen, weil es beides übertreibende Dummheiten sind. Ja. Und wenn Sie das zusammenfügen, dann wird eine gute Wahrheit raus. Das heißt also, von den Behauptungen zur Demografie bleibt zum Schluss dann nicht viel übrig, wenn man das ernsthaft hinterfragt. Ja, das Ding hat ja auch sonst totale Irrsinn in sich, muss ich sagen. Verzeihen Sie, dass ich diese harte Sprache, aber mich regt es wirklich auf. Da wird so getan, als würde unser armes Volk unterm Schrumpfen leiden. Ja, was machen denn die armen Franzosen? Die haben auf einen Quadratkilometer weniger als die Hälfte der Menschen wie wir. Die haben 108 oder 110 Menschen auf einen Quadratkilometer. Wir haben 231. Ja. Wir ersticken doch quasi gemessen an den Franzosen. Ja, ist richtig. Die Österreicher haben nur 97, diese armen Österreicher, die sind ja schon total geschrumpft. Ja. Selbst die Dänen haben viel weniger als wir. Nur Holland und Großbritannien haben mehr auf dem Quadratkilometer als wir in unserem Umfeld hier herum. Ja. Tschechien, Polen, die USA sowieso, die haben ein Zehntel dessen auf dem Quadratkilometer. Die müssten sich ja alle einen Strick kaufen, wenn sie die gleiche Mentalität hätten wie unsere Wichtigtour-Demografen. Die Demografen sind mit wenigen Ausnahmen nämlich Wichtigtour. Die haben nichts zu sagen. Die demografische Entwicklung ist etwas ziemlich Unerhebliches für ein Land. Ja. Zumindest in unserer Situation. Ja, was juckt es mich, wenn wir im Jahre 2050 statt 82,5 Millionen 75 Millionen hier in Deutschland sind? Ja. Was soll uns das jucken? Das ist kein wirkliches Problem. Im Jahre 1950 waren wir 69, da waren wir weniger als mit diesen pessimistischen, in Gänze für diesen pessimistischen Prognosen. Ja. Wenn also wir mehr sind als im Jahre 1950, der Spiegel hat geschrieben, im Blick auf diese Prognose, der letzte Deutsche. Ich war 1950 auch schon auf der Welt. Ja. Ich fühlte mich nicht alleine in Deutschland, muss ich sagen. Ja? Sie sehen an diesen Zahlen schon den totalen Irrsinn dieser Debatte, was man unserem Volk zumutet. Ja. Aber es ist die reine Gehirnwäsche und es zeigt eben deutlich, dass wir nach dem Jahr 1984 leben, so heißt das Buch von George Orwell, der diese Welt der totalen Gehirnwäsche schon beschrieben hat. Ja. Und die erleben wir täglich. Im Übrigen auch ein sehr lesenswertes Buch. Wo wir bei Widersprüchen sind, jetzt fordert die Politik, es müsste mehr getan werden für Familien. Auf der anderen Seite wird immer wieder gefordert, wir müssten flexibler sein. Wie sollen junge Menschen das bewältigen? Also das ist so unglaublich, was sich unsere Familienpolitiker leisten. Also diese Frau von der Leyen,
Natürlich, die hat ja zu Hause Personal, nehme ich an. Ja? Die kann das gut, hört man immer wieder. Die kann ja gut reden. Ja. Aber gucken Sie mal die Lebenssituation von normalen Menschen an. Ich habe jetzt gerade mit einer bekannten Nachbarin gesprochen, die mir erzählt hat von ihrem Sohn und seiner Lebensgefährtin. Ja? Die arbeiten im Einzelhandelswesen bei einem Baumarkt und sind jetzt ein Opfer dieser Ladenöffnungszeiten. Erstmal kommen sie verschieden, gehen sie verschieden weg und verschieden nach Hause. Ja. Kann man sagen, die Polizei muss das immer, Eisenbahner auch, aber das ist ja kein Trost. Nein, das bedeutet aber, dass deren Planung zum Beispiel für Kinder und Familien massiv durch diese Art von Flexibilität der Arbeitszeiten berührt ist. Ja. Ja? Die sehen sich wenig. Nur in einem Kernbereich. Aber dann tut Politik ja nichts dagegen, sondern eher was dafür. Die Politik zerstört die Familie. Oder gucken Sie her, das ist ja noch ein harmloses Beispiel. Ja. Nehmen Sie mal die Verhältnisse eines jungen Menschen in Sachsen-Anhalt oder in Mecklenburg-Vorpommern oder auch in der Westpfalz. Ja. Die pendeln müssen nehmen wir einen aus Sachsen-Anhalt. Ja. Der muss also aus der Nähe von Gardelegen in Sachsen-Anhalt nach Stuttgart fahren oder nach München. Dann düst er Sonntag auf Montagnacht, vielleicht noch, wenn er Glück hat, mit dem Arbeitskollegen im Auto los, um 3 Uhr oder 2 Uhr, damit sie morgens um 7 Uhr irgendwo in Stuttgart am Tor stehen und in die Arbeit gehen. Und am Freitag im Hauptverkehr machen sie sich wieder auf die Räder und fahren wieder nach Hause. Und dann kommt der Vater müde an und dann soll er sich in dieser Zeit um seine Kinder und um seine Ehefrau kümmern. Es ist eine absurde Geschichte. Ja. Das kann auch jeder sagen, das war doch früher auch so. Aber wir leben in anderen Zeiten und die Leute vergleichen sich ja auch mit anderen. Ja. Und ich sag's mal sehr hart. Wenn man diese Art von Flexibilität und Mobilität propagiert, und das ist ja die Realität heute, das ist ein von der Politik veranstaltetes Ehescheidungsprogramm. So wird es nämlich in vielen Bereichen auf Dauer wirken. Und auf jeden Fall ist es keine Förderung von Familien und keine Förderung von Kindern. Mhm. Ich bin dafür, dass jeder, der Kinder haben will, dies auch haben können muss. Und der Staat muss einiges tun dafür, dass das leicht möglich ist. Aber der Staat hat nicht die Aufgabe, den Leuten vorzuschreiben und sie mit allerlei Tricks dazu zu kriegen, dass sie nun noch mehr Kinder kriegen oder wie auch immer, als sie wollen. Ja, das klar. ist nicht seine Funktion. Ja. Da soll sich der Staat raushalten. Und dieses ganze völkische Denken, was da jetzt wieder auftaucht, da läuft es mir kalt den Rücken runter, wenn ich das nur höre. Ja. Vor allem ist es ja überhaupt nicht ehrlich, wenn man diese anderen Dinge sieht, wo nichts getan wird, um Familie wirklich zu fördern. Zu unterstützen. Oder es werden nur reiche Familien gefordert. Also schauen Sie sich dieses Elterngeld an. Wer gut verdient, der kriegt 1.800 Euro fürs Kind und wer schlecht verdient oder gar nichts, der hat 300 Euro. Ja. Also ich dachte, wo lebe ich denn, in welchem Land, dass so etwas möglich ist? Ja, das ist eine erschreckende Entwicklung, weil jemand, der weniger verdient, braucht genauso viel Geld wie jemand, der mehr verdient, wenn er sich am Leben halten will. Ja. Und Sie sehen, wenn Sie mal gucken, da kann man wirklich erschrecken, mit welcher Selbstverständlichkeit die Eliten das heute einfach so durchsetzen. Die sind ja nicht nur Mittelmaß, wie ich schreibe, sondern sie sind auch zerstörerisch. Sie zerstören zum Beispiel da jedes Gefühl für Gerechtigkeit und Solidarität. Ja, da ist was dran. Also das erleben wir in den Gewerkschaften auch, dass diese Entwicklung Platz greift. Jetzt behaupten ja viele Wissenschaftler auch immer wieder und auch Politiker, niedrigere Steuern führen dazu, dass investiert wird in unserem Land. Und dann werden die Steuern für die Unternehmen weiter gesenkt, während wir mehr Mehrwertsteuer bezahlen. Ist es tatsächlich so, die Kernaussage der Neoliberalen klingt einfach, man senkt die Steuern, das führt zu Investitionen. Das klingt nicht nur einfach, das ist ja auch einfach und wird von der Politik so einfach gemacht. Aber erklären Sie mir doch mal, wieso eigentlich die Senkung einer Steuer zu Arbeitsplätzen führen soll. Das wollte ich Sie jetzt fragen. Als Wirtschaftswissenschaftler, hat das irgendeinen tatsächlichen Hintergrund? Ja, Sie haben ja gesagt, es sei einfach. Ich habe die Neoliberalen zitiert, die mit dieser Behauptung immer wieder antreten. Das Interessante ist ja, dass die Wirkungszusammenhänge behaupten können, ohne den Beweis antreten zu müssen. Mhm. Und dass der Beweis ersetzt wird durch die Wiederholung. Und durch die Behauptung aus verschiedenen Ecken, dann wird etwas glaubwürdig. Ja. Also der Wissenschaftler sagt es, der Unterverbandsvertreter sagt es, der Unternehmer X sagt es,
Steuern senken und dann geht's los. Ja. Ja, das hören wir ja schon seit 25 Jahren. Ja, und da denkt keiner nach. Ja. Und was wir halt nicht gesagt kriegen, ist, wie viel Steuern schon gesenkt worden sind und reformiert worden sind in dieser Zeit. Und es ist eben nicht eingetreten, das will ich Ihnen jetzt mal aufzählen, will ich Sie überhaupt nicht verschonen. Ja. Die Gewerbekapitalsteuer ist gestrichen worden. Ja. Das war, jeder Kommunalpolitiker weiß, dass das war eine wichtige Steuer, weil sie für Gemeinden floss, auch wenn der Betrieb, der dort war, nehmen wir mal die BASF, keine Gewinne gemacht hätte. Ja. Aus der Gewerbekapitalsteuer hätte sie dennoch was zahlen, für was bekommen. Ja. Und das ist auch sinnvoll, weil hinter der Gewerbekapitalsteuer die Vorstellung steckt, dass ein Betrieb einer Gemeinde auch Kosten verursacht, das allein ja durch seine Extensstraßen und so weiter und so fort. Und dass da etwas fließen muss, was das Unternehmen bitte in seine Kalkulationen mit berücksichtigt und einkalkuliert. Das ist gestrichen worden. Der helle Wahnsinn. Mhm. Hat übrigens die rheinland-pfälzische Landesregierung damals mitgemacht. Sonst wäre das bei Kohl nicht durchgekommen. Ja. Also nicht alle Sünden hat Herr Schröder begangen, sondern das war Kohl. Dann hat Kohl auch die Vermögenssteuer gestrichen. Ja. Also tut mir schrecklich leid, die vermögenden Leute, die hätten auch die Vermögenssteuer weiterzahlen können. Die war zum Schluss, glaube ich, 0,5% oder 0,7% des Vermögens. Das war wirklich keine Zumutung. Jeder sozusagen neoliberale Staat wie die USA und Großbritannien haben sehr viel mehr solcher am Vermögen ansetzende Steuern als wir. Bei uns ist das gestrichen worden. Dann hat man die Besteuerung der sogenannten Heustrecken oder der Investoren beim Verkauf von Unternehmen und Unternehmensteilen gestrichen. Also wenn, es gibt ja das berühmte Beispiel der Familie Grohe, ich weiß nicht, ob das noch in dieser Zeit lag, wenn die ihren Anteil an dieser Firma Grohe an einen Investor verkaufen und verkauft haben, dann hätten sie früher für den Gewinn, den sie dabei realisieren, weil ja meist stille Reserven in dem Vermögen stecken, hätten sie einen Gewinn, eine Steuer zahlen müssen. Und das wäre nichts als fair gewesen, weil andere Leute für ihre, der normale Unternehmer für seinen Gewinn Steuern zahlt und der Selbstständige zahlt Steuern und der Lohnsteuerzahler zahlt, also der Also das heißt, die Menschen, die Kapital haben, zahlen jetzt keine Steuern? Nein, die Menschen... Der Unternehmer, der Selbstständige, der Kapital hat und einen Gewinn macht, durch Wertschöpfung, dadurch, dass er Arbeit und Maschinen zusammenbringt, der zahlt auch für seinen Gewinn. Ja. Nur die Familie oder die Deutsche Bank, die einen Anteil an einem Unternehmen hatte und dieses Paket an einen Investor verscherbelt, hat man ja gesagt, Mobilisierung der Deutschland AG. Mhm. Die musste für den Gewinn, den sie da macht, wenn man, nehmen wir an, dass dieses Paket steht mit 100 Millionen zu Buche und sie hat es für 300 Millionen verkauft, dann hat sie einen Gewinn von 200 Millionen gemacht. Ja. Und für diese Realisierung des Gewinns, der vorher versteckt war, das ist durchaus legitim gewesen, für diesen Gewinn muss sie keine Steuern zahlen. Das heißt, heißt hier, hier wird zurzeit in Deutschland, gibt es einen Ausverkauf, an dem wir als Land, als Gesellschaft überhaupt nicht profitieren. Ja. Durch die Steuerbefreiung, die Schröder und Eichel zum 01.01.2002 gemacht haben. Mhm. Übrigens etwas, was in der öffentlichen Debatte kaum war, sehen Sie auch wieder, wie die Medien eingekauft sind von den großen Unternehmen, Allianz, Münchner Rück, die Kapitalgesellschaften, die eben solche viele Pakete an Industriebeteiligungen hatten, die haben das auf diese Weise gut verscherbelt und haben dann Geld gehabt und so weiter und so fort. Ja. Siemens hat sicher auch solche. Das ist ein unglaublicher Vorgang und so gab es ein paar weitere Sachen noch. Es gab ja immerhin eine Steueramnestie, eine Steuersenkung. Wo sind denn all die Erfolge dessen geblieben? Das sind doch nicht Milliarden dann nach Deutschland eingekehrt und haben hier investiert. Ja. Und der Hintergrund dieser falschen Annahme ist einfach der. Also wir als Ökonomen sagen, wir sprechen von der sogenannten Investitionsfunktion. Das meint, ob jemand investiert oder mehr produziert, das hängt von vielen, vielen, vielen Faktoren ab. Von Umsatz, von der Umsatzerwartung, von den Zinsen und der Zinserwartung, von Gewinn und Gewinnerwartung und so weiter. Und entscheidende ist die Absatzerwartung. Ja. Ich produziere nicht mehr und investiere nicht mehr, wenn ich nachher erwarten kann, dass ich das Zeug verkaufen kann. Und also diese Investitionsfunktion ist einigermaßen komplex, so aber ist es die Wirklichkeit.
Und diese komischen Neoliberalen gehen her und tun so als Steuersenken und dann geht's los, als wäre das sozusagen der Wirkungszusammenhang. Deshalb sage ich auch mittelmäßig. Ja? Ja. Diese Leute sind Mittelmaß. Ja. Ich werfe ihnen nicht nur vor, dass sie ungerecht und unfair und elitär dumm sind, ja, sondern ich werfe ihnen auch vor, dass sie nichts von der Sache verstehen. Sonst könnten sie auf so eine lächerliche Investitionsfunktion I gleich F von Steuersenkung überhaupt nicht kommen. Ja, vielleicht lehrt man heute in Universitäten, in der Betriebswirtschaft solche dummen Sachen, das kann ja sein. Das ist auch eine Art von Niedergang, ich nenne das Regression bei mir, kann ja sein. Ich glaube, die Wissenschaftlichkeit muss in dem Zusammenhang wirklich mal überprüft werden bei diesen neoliberalen Behauptungen. Das kann ja wohl dann nicht sehr viel mit Wissenschaftlichkeit zu tun haben. Viele beklagen immer wieder uns Gewerkschaften gegenüber die zu hohen Lohnnebenkosten. Die Lohnnebenkosten wären der entscheidende Faktor, warum es der Wirtschaft zum Schluss so schlecht geht. Ist das ein Glaubenssatz oder hat das irgendwas mit Realität zu tun? Nein, das ist ein Trick. Das ist ein Trick. Das ist ein Trick. Also Lohnnebenkosten sind noch ganz, kann man auch sagen, das sind Lohnkosten. Das können Sie am besten sehen, wenn Sie die Lohnnebenkosten, Krankenkasse zum Beispiel, wenn Sie das privatisieren, dann muss es der Mensch aus seinem Gehalt bezahlen. Ja, und im anderen Fall wird es halt teilweise Arbeitnehmer, teilweise Arbeitgeber gemeinsam gezahlt. Ja. Also für mich heißt das, ich muss das dann alleine bezahlen. Sie müssen es alleine bezahlen, aber es ist in jedem Fall müssen Sie es zahlen, es sei denn, Sie wollen wollen aufhören, krankenversichert zu sein. Also das ist wirklich wahnsinnig. Lohnnebenkosten, schon der Begriff, erweckt den Eindruck, als sei das eine Nebensache. Ja. Tatsächlich ist ein Krankenkassenbeitrag oder ein Altersvorsorgebeitrag ist doch eine wichtige Angelegenheit. Ja. Und der Trick ist aber sozusagen diese Art von solidarischer Gestaltung unseres Zusammenlebens kaputt zu machen. Ja. Man will, wenn man die Lohnnebenkosten senkt, dann tritt eben das ein, was wir vorher behauptet haben, die Rente ist nicht mehr so leistungsfähig. Ja, richtig. Die Krankenkasse, da muss vieles dann ausgegliedert werden, Selbstzahlung, Zuzahlung und all diese Sachen, wenn man die senkt. Ja. Das sind aber Sachen, die ich privat drauflegen muss. Muss ich noch privat drauflegen. Oder Sie haben es nicht und dann sind Sie ein armer Schlucker, weil Sie dann plötzlich davor vor der Situation stehen, dass Sie ein Medikament bräuchten, um wieder gesund zu werden und Sie können es sich nicht leisten und dann verzichten Sie drauf und wir bleiben krank. Das ist eine ganz verheerende Entwicklung. Ich habe jetzt gerade einen Beitrag gelesen aus der New York Times, wo geschildert wird, wie in den USA das kombiniert mit der Nutzung von Kreditkarten dazu geführt hat, dass die Menschen dort vor dem Problem stehen, dass sie es wird festgestellt, Sie haben Krebs und jetzt bräuchten Sie das und das wichtige Medikament und dann Geld haben Sie nicht, sondern eine Kreditkarte und dann verschulden Sie sich zusätzlich mit diesen irren Zinsen, die da drauf kommen. Das ist schon Wahnsinn. Das ist eine wahnsinnige Entwicklung und ich möchte uns den Menschen bei uns ersparen, dass sie in diese Entwicklung stärker hineintauchen. Ja. Mit Blick auf die Uhr, Herr Müller, noch ein paar, ich sag mal, Schlussbemerkungen zu Ihrem Buch. Meinerseits? Ja, bitte. Ja, also zunächst mal will ich das für den Autor natürlich sehr schöne sagen. Dieses Buch kam am 20. März auf den Markt und war eine Woche später auf der Bestsellerliste des Spiegel. Und das nun nicht, weil ich etwa die Chance gehabt hätte, wie alle diese genannten Professoren permanent in Talkshows herumgereicht zu werden, in den großen von Berlin-Mitte und Sabine Christiansen, sondern weil ganz viele Menschen inzwischen schon von der Reformlüge, dem Buch vorher, mich kannten und einfach ein Interesse hatten, das zu erwerben und zu lesen. Und das ist toll gewesen. Von März bis September war dann das Buch auf der Spiegel-Bestsellerliste. Das hat mich besonders gefreut, weil der Spiegel mich einfach schneidet, keinerlei Rezension, keine Besprechung macht. Früher habe ich im Spiegel Essays geschrieben, als der Spiegel noch ein ordentliches kritisches Blatt war. Inzwischen ist es ein angepasstes Kapitalistenblatt, kann man nicht anders sagen. Ja. Und trotzdem mussten sie das immer abdrucken, dass ich da auf der Bestsellerliste stehe. Und das hat mich natürlich gefreut. Und mich hat es gefreut, dass die Menschen damit was anfangen können. Und ich kriege ja viele, viele Hinweise darauf, weil ich ja mit einem Freund zusammen noch eine kritische Website betreibe, nämlich die Nachdenkseiten, www.nachdenkseiten.de. Und dann schreiben die Leute und sagen, ach,
Zwei Gruppen gibt es da, die muss ich auch nennen. Die eine Gruppe sagt, ich habe schon angefangen, den ganzen, das alles zu glauben, was mir täglich erzählt wird. Vielen Dank, Sie haben mir geholfen, dass ich von diesem Irrweg wegzukommen. Ja. Die andere Gruppe schreibt, ich habe schon gedacht, ich spinne, weil ich das nicht alles, weil ich das überhaupt nicht mehr nachvollziehen könnte, was die Leute um mich herum denken und was ich täglich in der Zeitung lese und im Fernsehen sehe. Ja. Vielen Dank, Sie haben mir jetzt geholfen, dass ich weiß, ich bin nicht alleine. Herr Müller, ich darf mich bei Ihnen recht herzlich bedanken. Vielen Dank an Sie, dass Sie heute bei uns waren. Und liebe Zuschauer, bei Ihnen darf ich mich bedanken, dass Sie heute zugesehen haben. Ich kann das Buch von Albrecht Müller nur empfehlen. Schauen Sie mal rein. Schauen Sie vielleicht auch mal rein auf www.nachdenkseiten.de. Bis bald.